das Thema Tanzerwachen. Das heisst, Tanz im Gottesdienst und Erwachen im Moment. Tanz, Erwachen im Moment als Gottesdienst. Am Tag, da ich rief, erhörtest du mich. Du gabst meiner Seele Kraft. Gestalten vom gesamten Raum, also der Kirchenraum ist ja sehr anders jetzt gestaltet, das spielt auch drin hinein. Also es ist eine Suche von wie will ich dem Thema mit diesen jungen Tänzerinnen und der gewählten Musik gerecht. Schläft ein Lied in allen Dingen, die da träumen fort und fort. Und die Welt hebt an zu singen, triffst du nur das Zauberwort. Ich habe das jedes Mal eigentlich sehr schön gefunden, weil es gibt viel mehr Abwechslung gegenüber einem so einem formellen Predigt. Also es ist einfach cool, in der Kirche zu tanzen, weil es ist etwas anderes. Es ist andere Stimmung und man fühlt sich einfach irgendwie anders. Und es ist eine schöne Zusammenarbeit, finde ich, auch mit der Kirche und mit unserer Tanzgruppe sozusagen. Ja, ich würde auch gerne andere künstlerische Ereignisse haben. Wir haben auch schon Gigen gehabt, Tanz, vielleicht Gesang oder so. Alles, was so Körperausdruck ist, bringt sehr viel, finde ich. Dir singen und spielen wir. Für dich tanzen und leben wir. Dich loben wir und in dir erwachen wir.